Nachdem wir die letzte Woche nun auf Love Island verbracht haben, sind wir heute zurück bei Are You The One? Wie immer findet ihr unten den Link zur ganzen Folge und in der Mitte des Videos werde ich auch die Umfrage auflösen, die ich mit euch gemacht habe, wo ich mal geguckt habe, was denkt ihr, wer sind die Perfect Matches? Gefühlstechnisch bin ich gerade schon so ein bisschen lost. Die letzte Matching Night steckt den Kandidatinnen noch tief in den Knochen. Ja, eigentlich ist es halt schon heftig, weil wir waren schon echt sicher, also ein paar waren sich sehr, sehr sicher. Ich kann es nicht glauben, dass sie immer noch erst ein Licht haben. Ja, nee, wen soll ich sitzen? Neben mir. Was soll ich mit Vanessa? Und du mit Diogo wieder, oder was? Nein, ich bin mit Diogo kein Match. Das macht gar keinen Sinn. Wenn halt alle auf ihre angeblichen Perfect Matches beharren und nicht wirklich was Neues ausprobieren, dann werden sie das Geld wahrscheinlich nicht gewinnen. Mein Gefühl sagt einfach, das kann nicht Diogo sein, weil er ist so diese Art Mann, die für mich sehr toxisch ist. Und deswegen muss es Danilo sein. Leute, wir sind die schlechteste Staffel. Ja, sind wir auch. Nicht nur von Deutschland, von ganz... Amerika. Von der ganzen Erde. Danilo so, von ganz Amerika. Auch wenn dann Deutschland nicht zu Amerika gehört. Trotzdem sind die die schlechtesten davon. Der Punkt ist der, dass ja, alles der abgefuckt ist gerade. Ja. Auch da muss ich Joshua recht geben, aber nicht bei allen läuft's scheiße. Hauptsache die Zungen von Aurelia und Danilo kriegen ihr Workout. Auch mit, keine Ahnung, 80 Liter Spucke, ne? Und auch Jill und Alex lernen sich weiter kennen. Das ist doch toll, oder? Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Wenigstens einer. Ich habe jetzt Jill, Jamie. Finde ich süß, wie der Manu so überlegt und so mit so Kerzen versucht, eine Taktik zu machen, die Matches nachzustellen, die Pärchen. Wer ist das Perfect Match? Du und Valentina. Ich bin doch kein Perfect Match mit Valentina. Ach so, das war schon ein Matchbox mit der. Oh, alles umsonst gewesen, was Manu gemacht hat. Werden sie es noch schaffen? Erstmal steht ein neues Spiel an der Reihe. Guten Tag, ihr Mega-Reality-Stars. Sophia frech wie immer. Heute wird geknutscht. Und zwar knutschen die Frauen die Männer, die verbundene Augen haben, und die Männer bewerten die Küsse. Also ich muss sagen, es ist das, was ich mir schon seit Tagen oder Wochen wünsche. Ja, gern geschehen, Finja. Dann frage ich mal die Jungs, wie ihnen der Kuss gefallen hat. Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich locker eine 11. Das nervt mich schon bei Love Island und es nervt mich auch jetzt wieder. Die Frau mit der besten Bewertung beim Küssen ist... Kathleen. Wisst ihr was? Die wollen unbedingt ihre Matches, wo sie es unbedingt wissen wollen, in die Matchbox schicken. Und was machen die? Bewerten Kathleen am besten. Ihr wisst doch, wenn da eine kommt, die vielleicht nur Küsschen auf die Backe gibt, oh, das ist vielleicht eine Aurelia oder keine Ahnung. Mein Gott, da denkt auch keiner mit von denen. Mit wem möchtest du denn heute auf ein Date gehen? Du darfst dir einen aussuchen. Ich glaube, ich nehme Alex heute. Kathleen ist auch gefühlt auf jedem Date, oder? Die zweitbeste Bewertung von allen Frauen beim Küssen hat bekommen... Steffi. Wow, noch ein Date mit Steffi. Das kann ja nur spannend werden. Wer wird es denn sein? Oi. Das wird nix, leider. Aber echt schon dreist, ne, was Alex gesagt hat. Ne? Alex hat gesagt, an dem Kuss können wir anknüpfen weiter. Obwohl er mit ihr gerade am... Krass, ne? Ja, Alex und Jill, die waren ja zusammen im Boom Boom Room, wir erinnern uns. Und jetzt flirtet aber Alex gleichzeitig auch noch mit anderen. Obwohl Jill ja diejenige ist, die immer sagt, so, ich will mich nicht hier festlegen und ich mache mit allen, bla bla bla. Aber wenn Alex das macht... Ich fühle mich verarscht, ich fühle mich ausgenutzt und das ist kein schönes Gefühl, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, dass die Alex wird, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, die mit Manu. Ach, die ist extra alt. Glaub schon. Warum sollte die Manu wählen? Die war schon mit Manu auf einem Date. Die hat schon gesagt, das passiert jetzt schon. Ach Gott. Welche 5 hast du geküsst, Vanessa? Wen? Welche 5? Die, Manu, Danilo, Joshua und Jamie. Das ist dem Diogo nämlich ganz wichtig, was die Vanessa mit ihrem Mund macht. Aber halt alles so auf die Wange, weißt du? Ich hab gedacht, so, die gibt mir ein kleines Zeichen so. Das hätte auch ein Kuss auf die Nase sein können. Dann hätte ich es so als süß empfunden, so. Dann hätte ich gewusst, wer das ist. Diogo möchte von Vanessa einen Kuss auf die Nase. Alles klar! Dann tut mir leid, dass ich das nicht gemacht habe, was du dir erwartet hättest. Ja,
Ich bin echt auch zutiefst enttäuscht. Wenn man sich wirklich mehr mit der Person vorstellen kann oder will, dann wünscht man sich auch so einen Kuss aufs Näschen. Dann kann man auch langsam ein bisschen mehr Anzeichen geben. Wie zum Beispiel? Kuss aufs Näschen. Wenn wir raus sind, werde ich immer noch bei Vanessa bleiben, so. Solange alles gut läuft. Ich bin froh, dass er das verzeihen konnte. Wir reiten bestimmt, keine Ahnung, warte mal. Irgendwas mit Pferden. Das riecht hier richtig doll nach Pferd. So, jetzt bin ich. Es riecht hier nach Eseln und Pferden. Oder bist du das? Ja, ich bin's. Haha, Kathleen und ich, wir sind witzetechnisch auf einer Ebene. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Also ich habe tatsächlich schon eine Alpaka-Wanderung gemacht. Also ich kenne das schon. Es macht Spaß. Ich habe schon mal Alpakas geschoren in Neuseeland damals. War ein bisschen eine traumatische Experience. Komm mal, der kommt. Oh, jetzt. Nicht dahinter stehen. Los geht der wilde Ritt. Also ja, mit zweibeinigen Eseln gehe ich schon lieber spazieren. Steffi. Du meinst Männer, ne? Beziehung? Ja. Ne? Das ist wie Eselreiten. Okay. Geht in die gleiche Richtung. Einer lenkt, einer klammert. Früher auf dem Pferdehof musste ich immer den Esel reiten, weil ich war die kleinste und leichteste. Und nur die durften, weil der Esel schon sehr alt und zerbrechlich war, mussten dann immer den Esel reiten. Alle durften Pferde reiten und ich musste den Borro reiten. Liebe Grüße, Borro. Ich denke mal, das ist oft so, dass der Mann führt in manchen Situationen und das finde ich auch gar nicht schlimm. Das war mir klar, dass Eugen das so findet, weil wir wissen auch, Eugen hat ein bisschen Denken aus einem anderen Jahrhundert. Oh, schön warm. So mag ich den Wein am liebsten. Same. Ach man, er ist schon witzig, wirklich. Man muss einfach immer mit dir lachen. Man muss immer mit dir lachen. Das liebe ich ja. Also das finde ich super. Lieb ich ja auch. Ja, und es ist jetzt nicht, dass wir unser Leben ja im Großen und Ganzen nur aus Party bestehen. Also ich meine, du hast ja auch eine gewisse Verantwortung. Ja. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch nicht jedes Wochenende bei dir tralala. Nee. Nur jedes zweite. Mein Kind hat ihr bis jetzt erst einen Mann kennengelernt. Interesting. Aber es ist mir super, super wichtig, dass mein Kind nicht jeden Monat einen neuen Mann kennenlernt, weil, keine Ahnung, das ist, glaube ich, auch ein bisschen verstörend für ein Kind. Sie möchte sich sicher sein, wenn sie einen Partner vorstellt, dann ist das auch jemand, der nicht nach einem Monat wieder ausgetauscht wird. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber damit möchte ich auch nicht sagen, dass ihr das alle so machen müsst und das der einzige richtige Weg ist. Ich möchte niemanden judgen, der es anders handhabt. Ich persönlich finde ihre Erklärung einfach top. Meinst du, wir könnten ein Perfect Match sein? Also nach dem Tag heute kommt es auf jeden Fall in Frage. Die sind beide sehr humorvoll. Das stimmt, das könnte schon passen. Ich denke schon, dass ich zu Alex gut passen könnte. Na dann, ab in die Matchbox, oder? Bin mir jetzt ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt sicher, dass er mein Perfect Match ist. 100%. Ging sehr schnell. Wir werden heute unser erstes Perfect Match haben, also ja, ist ja klar. Kathi, warum bist du dir so sicher, dass Match ist? Dann sagt sie doch gar nicht. Es kann auch die anderen sein. Also du und Alex, sicher? Match? Wir können auch ein Match sein, ja. Oder meint die anderen? Die anderen auch, ja. Alle, außer du. Ich werde, glaube ich, heute nicht bei dem Alex schlafen, weil ich finde, das passt jetzt gerade einfach nicht. Oh, ob der Alex das verkraftet. Die Matchbox-Entscheidung ist für uns sehr wichtig, weil die auf jeden Fall für eine wilde Erkenntnis sorgt. Ja, verkaufen sollten sie jetzt wirklich nicht mehr. Ihr habt von selbst noch kein einziges Perfect Match gefunden. Das heißt, ihr habt ein Perfect Match heute wirklich bitter nötig. Das ist echt ein bisschen traurig. Die gurken da wochenlang rum und haben keins gefunden. Nur das erste, was sie einfach geschenkt bekommen haben, weil der, wie hieß er nochmal, Francesco, gehen musste. Deswegen bin ich gespannt, auf welches Pferd bzw. Esel ihr heute gesetzt habt. Es sind Eugen und Steffi. Das glaubt ihr doch selber nicht. Finja verkauft das Match tatsächlich nicht, auch wenn sie natürlich allen Grund dazu hat, weil sie ja den Eugen gerne für sich behalten möchte. Hoffen wir mal, dass es kein Perfect Match ist, oder? Oh, ich will das dann auch Match. Ich will das dann auch Match. Eigentlich wäre ein Perfect Match schon wichtig für sie. Nein, Mann! Das ist krass. Das ist krass. Das ist echt unfähig, diese Leute. Wieder No Match und wir sind einfach richtig schlecht.
Wie sollen die das gewinnen? Also für mich fühlt sich das so an, als wenn das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist. Aber sowas von. Ich hoffe, es ist nicht Kathleens Kind. Wir wollen morgen mal komplett rotieren. Neue Taktik oder was? Morgen wird mal Tacheles geredet. Jeder mit jedem. Bevor aber morgen Tacheles geredet wird, redet Josua heute schon mal Tacheles. Wenn ich mit dir am Pool sitze und ich will dir die Hand geben, dann sagst du, Josua macht es gerade nicht. Wenn wir dann zu dritt sitzen und Jamie macht so bei dir, sagst du gar nicht. Hey. Wie er das analysiert. Mach das gerade nicht, es klebt. Mach das gerade nicht, ich bin gerade aufgeregt. Mach das gerade nicht, ich esse gerade. Mach das gerade nicht, weil ich habe gerade keinen Bock. Josua, merkst du was? Du sollst einfach gar nichts bei ihr machen. Und dann sitzen wir zu dritt nebeneinander und Jamie macht die Hand auf deinen Schoß. Diese Einblendung. Warum gibst du mir nicht einfach ein Zeichen, so ich interessiere dich mehr? Ein Handzeichen vielleicht? Nee, weil es mir nicht aufgefallen ist. Aber kannst du mich ein bisschen verstehen? Natürlich kann ich dich verstehen, klar. Ich bin ein Vollidiot in den Augen von allen. Josua ist wieder ein bisschen eifersüchtig wegen der Hand. Super. Weißt du, woran ich glaube? An Schicksal. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Der Alex. Wisst ihr auch, bei welcher Staffel von der Bachelorette er war? Richtig, bei Melissa. Wisst ihr, was bei Melissa alle gesagt haben? Weißt du, woran ich glaube? An Schicksal. Das haben alle gesagt. Und sie war immer so, ja, ich auch. Krass. Und deswegen denke ich auch bei mir zum Beispiel so, schau mal, ich lerne Jugo in Dubai kennen. Und jetzt bin ich in der zweiten fucking Show und treffe ihn zum dritten Mal. Ist das jetzt gut oder schlecht? Der ist mein perfekter Match, es geht nicht anders. So. 100%. Es ist Schicksal. Heute haben wir vor, nicht zu saufen, sondern so eine Art Speed-Dating zu machen. Ausnahmsweise mal nicht saufen, toll. Du bist jetzt 28? Nee, ich war 32. 31, stimmt. Ein Kompliment. Jamie, ein richtiger Charmeur. Ist auch ein Charmeur. 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 Also dürfen darf deine Freundin auch zum Beispiel männliche Freunde haben, also so Kumpels? Allein diese Frage macht mich schon wütend. Heute habe ich mich geöffnet wie ein Buch. Und, was sagt er? Es kommt drauf an, wenn ich merke, dass der Typ mehr will. Ja, das geht, ja, das verstehe ich. Aber an sich darf sie sogar männliche Freundinnen haben. Das ist ja, Mann, männliche Freundin, Freunde. Jetzt nicht auf Zwang mit irgendwelchen Leuten reden, oder? Mach ich nicht. Valentina und Jill sind einfach zu cool dafür. Nicht so viel halten wir vom Speed-Dating, oder? Das ist so ein richtig aufgezwungenes Unterhalten. Und was machen die in der Zwischenzeit? Ach so, nichts. Toll. Ich find's gerade echt witzig, wie ihr alle so sitzen und reden jetzt auf einmal, ne? Ihr sitzt auch da und redet auf einmal. Also eigentlich kannst du dich in eine Runde zusammensetzen, damit du nicht alles 10-mal sagen musst, verstehst du? Eigentlich schon, ne? Ja. Aber ihr solltet die Leute face-to-face auch kennenlernen, ne? Wichtig, kannst du mir erzählen, dass jetzt hier jeder irgendwas anderes sagt, wenn man fragt, was ist hier wichtig in einer Beziehung? Wird jeder sagen, Loyalität, Vertrauen, Ehrlichkeit, irgendwie so richtig trocken. Das stimmt, aber darüber habe ich auch schon lustig gemacht, ne? Bei Love Island sagt ihr auch immer, ja, mir ist Humor, Loyalität, Ehrlichkeit wichtig. Aber die fragen sich auch andere Sachen, guck mal. Ja, Charaktereigenschaften, eine ruhige, nicht eine, die schreit, die Aufmerksamkeit will. Also keine Jill. Eine, die sich nicht leicht provozieren also was lässt, die so was locker ist. Keine Valentina. Eine sportliche Frau. Blond vom Vorteil. Also Vanessa ist Perfect Match, oder? Ist zum Beispiel deine Partner schützen, auch wenn er Fußball spielt und so zum Beispiel auch mal zugucken. Und ja, sicher, so. Klar. Und das ist für mich nämlich extrem wichtig, weil ich hatte das noch nie in meiner Beziehung. Am Fußballrand stehen und Fußballspiele gucken. Da muss man Spaß dran haben, ne? Sie mag Fußball. Familienmensch, es passt auch zwischen uns so. Ich denke wirklich, dass du wirklich mein... Ich denke auch, dass du mein Perfect Match bist. 100%. Gut, was ist jetzt mit Jogo? Sie macht das für mich keinen Sinn. Hab ich genug mitbekommen, genug die Menschen kennengelernt, genug mich mit allen unterhalten. Der macht's wie Jill und Valentina und macht nicht mit. Und wer ist dein Perfect Match? Naja, ich glaube nach wie vor eigentlich du. Sicher? Nee, du hast Danilo gesagt. Nein, hör mal zu. Du hast eben Danilo gesagt. Jogo, komm, das interessiert mich echt nicht. Ja, mich interessiert es auch nicht. Ja, mich interessiert das echt nicht. Das ist Kindergarten. Ja, ist doch okay. Lass mich, Mama. Für mich, mir macht das nichts aus. Jogo ist gerade ein bisschen eifersüchtig. Jogo doch nicht. Jogo ist die Person, um die sich alle reißen. Jetzt ist die nächste Matching Night. Matching Night Nummer 8. Nummer 8, die hätten einfach in der 7. Matching Night ein Licht. Was wird jetzt wohl die 8. bringen? Welche Frau willst du denn heute? Ja, jung, knackig und wild. Jung, knackig und wild. Die Jill, würde ich sagen. Die Jill, yes.
Erst Valentina, dann Jill. Hä? Ich blick bei Salva auch nicht mehr durch. Eine junge Frau ist immer gut. Ja. Habe ich mir auch gewünscht. Jung, sie kommt aus Essen. Das ist immer mehr. Ich habe auch gesagt, ich fahre nicht mehr als 9,5 Kilometer. Er hat Ansprüche, ne? Alles andere wäre, wie heißt es nochmal? Zu weit entfernt? Nee, Fernbeziehung. Da haben sich zwei absolut helle Kerzen getroffen. Diogo! Du willst heute auch wieder Vanessa? Ich nehme die Vanessa, ja. Okay. Diogo, das war nicht so abgesprochen. Wieso? Warum hält man sich denn nicht an den Plan? Ich sag mal so, würde das Valentina oder Jill machen? Alle am Ausrasten. Bei Diogo, ja, das ist schon jetzt, das finde ich schon doof. Ich habe auf mein Herz gehört und ich denke, die ist auf jeden Fall mein Perfect Match. Und muss hier nicht noch auf irgendeine Strategie, was hier vielleicht gar nicht mehr in Erfüllung geht. Ja, okay, vielleicht gewinnen sie nicht mehr. Das spielt er ja damit an. Aber was bringt es ihm trotzdem dann, Vanessa zu wählen? Das macht es doch irgendwie auch nicht besser, oder? Das heißt, du stellst dich heute absichtlich gegen die Gruppe? Kann man so sagen. Klar. Das ist schon eine harte Nummer. Kann man so dumm sein. Naja, Valentina, ne, dass du dich auch schon mal absichtlich gegen die Gruppe gestellt hast, das hast du schon des Öfteren bewiesen. Ich glaube, jeder sollte jetzt am Punkt sein, wo wir es wirklich verstehen. Wir sollten jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen. Selbst Valentina zieht mit am gleichen Strang. Die können sich ja trotzdem weiter kennenlernen, aber man hätte ruhig rotieren können, dass man sieht, wie viele Lichter heute angehen. Boah, ehrlich. Stimmt. Warum glaubt ihr denn, dass ihr ein Perfect Match seid? Weil wir uns geil finden und wir haben auch schon mal geknutscht. Ich kenne sie am besten, ich habe auch andere Frauen hier kennengelernt, mitbekommen, wie die sind. Aber eigentlich hast du ja nur Aurelia kennengelernt und Vanessa kanntest du ja schon. Ja, aber ja. Also fürs Spiel könnte sein. Wirklich, ich kann den Diogo gar nicht ernst nehmen. Sarah, gestern gab es ja doch wieder ein kleines Drama, ne? Der Joshua war sauer, weil der Jamie dein Bein gestreichelt hat. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Schon eigentlich. Wenn ihr wirklich wegen jeder Kleinigkeit irgendwie immer Drama habt, glaubt ihr wirklich, dass ihr ein Perfect Match seid? Ich weiß nicht, mit wie vielen Zaunpfählen die noch winken soll, die Sophia. Die war schon immer die ganze Zeit bei Joshua und bei Sarah so, seid ihr euch sicher? Maybe not. Genauso bei Melina und Tommy, Thomas, Tommaso, wie auch immer. Auch immer so, seid ihr euch sicher? Come on, vielleicht nehmt ihr mal ihre Tipps. Weil es irgendwie das erste Bauchgefühl war. Ja. Wir haben uns gesehen, wir mögen uns und ja, hat halt einfach gepasst. Mhm. Überzeugend ist nicht. Manuel, das Ende ist ziemlich nah, weißt du, ne? Ja, ich weiß es. Manche nicht. Okay, wen wählst du denn heute? Meine erste Option ist Finja. Wie? Ich finde Finja mega, ist mega. Also passt auch mega zu mir. Ich finde ja super. Danilo, du bist der Nächste. Wen der wohl wählt? Wen willst du denn heute? Are you lost, baby girl? Ich bin ja froh, dass sich wenigstens ein Pärchen da gefunden hat, oder? Danilo und Aurelia, letzte Woche habt ihr mir noch gesagt, ihr wisst noch nicht, ob ihr Gefühle füreinander habt. Wie sieht's denn heute aus? Ich hab schon Schmetterlinge im Bauch. Das ist wirklich das Einzige. Na, okay, gut, klar, Diogo und Vanessa auch, große Liebe. Klar, ich meine natürlich Finja und Eugen, Mann, so harmonisch bei denen. Ich habe gestern Nacht schon gefragt und sie wusste nicht, wie reagieren. Aber jetzt weiß sie. Danilo, bist du verliebt in Aurelia? Ich bin schon ein bisschen verliebt, ja. Oh. Und ja, wir mögen uns und wir sind ein bisschen verliebt. Ja, und ja. Schön. Ich will Valentina heute. Valentina, an Joshua hast du ja nach wie vor auch großes Interesse, ne? Ja, also ich ja, wie aus der Kanonenkugel raus. Wie aus der Kanonenkugel raus, Mach mal weiter. Ich darf da nichts sagen, weil ich kann Sprichwörter überhaupt nicht. Seine Verhaltensweisen teile ich auch. Wir hätten diese Streitpunkte nicht. Deswegen denke ich schon, dass wir ein Perfect Match sind in dieser Ansicht. Ich bin echt froh langsam, wenn diese Sendung vorbei ist. Ich kann die Valentina gerade echt nicht mehr ertragen. Geht es nur mir so? Das kannst du so nicht sagen. Joshua, glaubst du denn, Valentina könnte dein Perfect Match sein? Fürs Spiel glaube ich auf jeden Fall, dass sie mein Perfect Match sein könnte, ja. Mhm. Lockt euch mal ein, bitte. Vielen Dank. Aber nur fürs Spiel, sonst liebe ich Sarah. Eugen, Rudis Restaurante diesmal. Okay, das Rudis Restaurant, das ist jetzt auch ein bisschen durch, oder? Jackie und Kathleen, kommt beide mal nach vorne. Ist euch schon mal aufgefallen, wie unsicher Eugen dasteht? Der macht immer so auf dicke Hose und dann steht er so da.
Also bei beiden gibt es Sachen, so, mit denen ich Schwierigkeiten hätte. Ja, Jackie hat zum Beispiel diesen Lifestyle mit Dubai, Deutschland. Kathi hat natürlich ihr Kind. Oh, Kind geht gar nicht. Aber du musst dich entscheiden. Welche Dame nehmen wir? Wer will? Da musst du sagen. Ja. Oh. Wer will? Guck mal, wie unsicher er ist. Sollten heute alle 10 Lichter angehen, dann gehst du heute ohne einen Cent nach Hause. Passiert eh nicht. Kathleen ist super entspannt, wäre ich an ihrer Stelle auch. Das Schlimmste und das Beste eigentlich, was passieren könnte, ist eigentlich ein Blackout. Stimmt. Eigentlich ja. Ihr habt nur noch 2 Matching Nights, um alle 10 Lichter anzumachen. Und die wünschen sich jetzt ein Blackout, also kein Licht, damit sie dann zumindest wissen, okay, alle Leute, die jetzt so zusammensitzen, das ist kein Perfect Match. Ansonsten fahrt ihr ohne Kohle nach Hause. Wie gesagt, ich würde mich freuen. Nicht böse gemeint, aber es muss auch authentisch bleiben. Ja, also wir freuen uns echt alle über das Blackout. Man könnte denken, die haben alle 10 Lichter anbekommen, aber nein, es ist ein Blackout passiert. Ich habe noch niemanden gesehen, der sich so gefreut hat über einen Verlust von 50.000. Ich auch nicht. Schon so ein bisschen enttäuschend, dass wir halt kein Perfect Match sind. Eine kleine Enttäuschung natürlich. Aber wir haben es auch schon ein bisschen uns gedacht. Wir haben uns das schon gedacht. Und die lernen sich trotzdem weiter kennen und die sind trotzdem noch verliebt. Toll. Die Moral vom Team ist natürlich auch wieder oben. Dann kann es ja nur gut weitergehen. Und jetzt schauen wir uns mal die Umfrage an, die ich mit euch auf Instagram gemacht habe und auch hier auf YouTube geteilt habe. So, wir gehen mal die Perfect Matches durch. Zumindest so, wie ihr denkt, was matchen könnte. Kleiner Disclaimer, aktuell ist das Finale ja schon draußen. Aber die Umfrage habe ich gemacht, bevor das Finale veröffentlicht wurde. Also sind wir mal gespannt. Bei Aurelia haben gesagt, zu 45%, dass Joshua das Perfect Match ist. Jill's Perfect Match ist wirklich all over the place. Da führt Alex ein ganz kleines bisschen. Aber da sind alle wirklich aufgeschmissen. Bei Melina glauben immer noch 26%, dass es Tommy sein könnte. Und dicht gefolgt von Danilo mit 21,5%. Da wäre ich persönlich gar nicht drauf gekommen. Valentinas Perfect Match sieht fast so aus wie bei Jill, aber deutlich mit 23% liegt Salvatore vorne. Würde ich persönlich auch so tippen. Bei Sarah haben wir als Perfect Match den Alex. Okay. Steffis Perfect Match zu 32% Jamie, würde ich jetzt auch mal so sagen. Bei Finja sieht es ähnlich durchwachsen aus, aber da liegt Diogo mit 20,4% vorne. Vanessas Perfect Match, auch Diogo. Schwierig, hatten wir ja gerade die Matching Night, dass es kein Perfect Match ist. Als nächstes würde da Tommy mit 14,7% kommen, wo sie noch gesagt hat, das ist sicher wie das Amen in der Kirche, dass da niemals was laufen wird, obwohl sie vielleicht ein Perfect Match sind. Kathleens Perfect Match zu 38,3% Manu. Hätten die mal ganz am Anfang die beiden in die Matchbox geschickt, dann wissen wir, ob das stimmt. Und welche Frau geht am Ende leer aus? Da sagen zu 27%, es ist Vanessa. Und am Sonntag vergleiche ich natürlich gerne nochmal eure Ergebnisse mit den echten Ergebnissen und dann gucken wir mal, ob ihr recht habt. So, ne? Ja, denkst du, es wäre cool gestern? Finja ist abgefuckt auf mich. Ja, aber warum machst du das dann? Was ist passiert? Ja, wir lagen gestern im Bett und haben gekuschelt und haben dann auch das erste Mal wirklich rumgeknutscht miteinander. Das ist doch gut, oder? Die braucht halt Intimität so und ich habe ihr gestern quasi den kleinen Finger gereicht und sie wollte dann halt den ganzen Arm. Ja, in seine Metaphern, oder? Wenn die zu nah an dem Intimbereich kommt mit der Hand, tue ich die immer weg. Der Eugen ist so krass davon abhängig, was andere Leute von ihm denken. Das ist ihm so wichtig. Ich lasse zu Oberschenkel, Bauch, Brust, alles kein Problem. Aber alles, was nach Sex oder Petting aussieht, machen wir nicht. Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Das ist ganz wichtig. Es ist egal, was es wirklich war. Es ist nur wichtig, wonach es aussieht. Weil er Angst hatte, dass es aussehen könnte, als hätten wir Sex, wofür ich kein Verständnis habe. Weil wenn du dich nicht bewegst, wenn du dich nicht ausziehst, dann kannst du keinen Sex haben. Dann habe ich mich auf ihn gesetzt. Ich hatte trotzdem noch alles an, er genauso. Und wollte dann so mit ihm rumknutschen und ihm hat das aber gar nicht gepasst. Mach doch einfach die Decke weg, dann sehen wir doch, dass nichts ist. Ey, nicht jetzt. Runter! Das ist nichts Schlimmes passiert. Und wenn du jetzt deswegen streitest. Die Art und Weise, wie du das gemacht hast. Ich hab dich einfach genommen und auf die Seite gelegt. Finja fühlt sich zurückgewiesen. Ja.
Runter mit dir! Ich will einfach nicht, dass das einfach so aussieht. Tut es nicht. Wenn du angezogen bist und ich angezogen bist, ja, und du dich nicht bewegst und so aufeinander sitzt, dann könnten wir ja denken, dass jedes Mal, wenn ich bei dir irgendwo auf deinem Schoß sitze, ist es genau das Gleiche. Da ist aber keine Decke drauf. Wie gesagt, Decke weg, Problem weg. Aber so wie ich uns kenne, werden wir uns eh wieder zusammenraffen. So wie ich euch kenne, denke ich das auch. Schauen wir uns erstmal das nächste Spiel an. Wir wollen heute Joshua und Sarah auf ein Date schicken, weil die sich relativ sicher sind, dass sie ein Perfect Match sind. Dann müsst ihr die ja einfach nur gewinnen lassen. Und damit das klappt, ist die Challenge heute ein richtiges Kinderspiel. Im wahrsten Sinne des Wortes, es wird gepuzzelt. Puzzelt ist nicht nur was für Kinder. Ey, die fliegen weg, Mann. Wisst ihr, welche Puzzleteile nicht wegfliegen würden? Schon Belohnst. Was ist das? Alle flach. Gerne hier, liebes TV-Now-Team, wenn ihr mal ein Puzzle braucht. Ich habe zufällig ein, zwei, die ich euch ausleihen kann. Salva, schon mal gepuzzelt? Mein Gott, was ist das? Puzzeln ist ja mein Leben. Fertig, fertig, fertig. Wow, Joshua, das ist ja toll. So schneller Puzzler bist du. Junge. Der erste ist fertig. Joshua sollte ja auch unbedingt in die Matchbox, aber der nächste, der fertig wird, halt nicht. Ich bin fertig. Zweier Date. Und Eugen ist auch fertig. Ja. Jetzt sind die Leute sauer. Ich bin so sauer. Eugen, die Ratte, habe ich echt das Gefühl, dass der das hier wirklich extra macht. Der macht das extra, definitiv. Der muss er dann unbedingt auch den zweiten Date mitnehmen, damit er seine ganzen Dates, damit er seine egoistischen Ziele hier weiterhin verfolgt. Es ist doch egal. Ihr wolltet doch Joshua und Sarah in die Matchbox schicken. Die sind doch dabei. Ihr könnt doch eh nur ein Paar. Dann ist es doch eigentlich vollkommen egal, wer das zweite Paar ist, das gewonnen hat. Ja, endlich hat es geklappt. Wir wollten das die ganze Zeit. Wir wollten die ganze Zeit eine Challenge gewinnen, um in die Matchbox zu kommen. Ja, ist doch alles super. War ja klar, wenn ich die Aufgabe übernehme, dann, dass es funktioniert. Ja, kann nicht jeder so ein begabter Puzzler sein wie der Joshua. Dates sind immer cool. Deswegen denke ich mir, ja, wir freuen uns schon. Tja, aber Salvatore und Valentina sind immer noch pissed. Bei uns war das jetzt super wichtig, dass zu wissen, ob wir jetzt ein Perfect Match sind oder nicht. Ja, das war weil wir haben nur noch eine Matching Night, dann ist das Finale. Und wenn es daran scheitert, ganz ehrlich, was sollen wir noch tun, ohne Witz? Schneller puzzeln vielleicht. Hauptsache, wir beide haben gewonnen, alles andere ist mir egal. Ja, sehe ich auch so. Ich mache jetzt, was ich will. Ich auch, ohne Scheiß. Es braucht mir hier keiner mehr zu kommen von der Ecke, um mir zu sagen, mach mal so oder sitze ich dahin. Weißt du was? Wir beide werden jetzt extra bis zum Finale zusammen sitzen. Ja. Ich meine es echt ernst. Ja, wenn ihr Perfect Match habt, könnt ihr das auch gerne machen. War da vielleicht 10 Stücke vom Puzzle und den Salvatore habe ich da neben mir gesehen, da war so, hat überhaupt nichts gecheckt, überhaupt nichts. Und ich dachte mir, ey. Ganz ehrlich, so ein Villa-Wunz-Puzzle will ich dem Salvatore lieber nicht geben, da verzweifelt er dran. Ich habe wirklich versucht, nicht zu gewinnen. Das hat nicht so geklappt. Sorry, auch Eugen ist einfach ein super Puzzler. Aber der Salvatore kann überhaupt keinen Puzzle machen, das ist bei ihm funktioniert das nicht. So, scheißegal jetzt, es ist passiert. Ja, du warst halt schlecht im Spiel. Ja, weiß überhaupt nicht, was ein Puzzle ist. Ich habe das ein Puzzle gesehen und ich dachte, nee, langsamer kann es nicht gehen. Falls ihr auch nicht wisst, was ein Villa-Wunz-Puzzle ist, das ist meine eigene Puzzlemarke, die ich dieses Jahr rausgebracht habe. Ich verlinke euch hier auch mal den Shop. Ihr könnt natürlich unten auch auf den Link klicken. Am 25. und am 26. September nehmen wir die nächsten Vorbestellungen entgegen. Wir arbeiten nur mit Vorbestellungen, damit wir nichts überproduzieren. Das heißt, ihr könnt nur an den beiden Tagen vorbestellen. Das neue Motiv ist ein Prokrastinationsmotiv. Es ist wunderschön geworden mit einer Illustratorin. Es ist plastic-free verpackt. Und kommt dann so im Oktober ungefähr bei euch an. Also dann, wenn die Herbstzeit da ist, ist es perfekt zum Puzzeln. Wenn ihr so ExpertInnen wie Eugen und Joshua seid, ist es vielleicht was für euch. Okay, guck mal weiter. Es war der perfekte Plug. Ich habe das gesehen und war so, oh mein Gott, das ist perfekt. Hallo, es ist perfekt. Wer hätte es nicht gemacht, oder? Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Gut. Auch wenn die anderen jetzt ein bisschen sauer sind, ist halt jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Und deswegen freuen wir uns beide drauf. Ihr seid mir nicht sauer, ne? Dass ich kurz Werbung für mich selbst gemacht habe, ne? Das darf man auch mal. Wenn wir das geschäftlich sehen, ist es natürlich ein Riesenerfolg. Ach, cool. Stand-up-Paddling, habt ihr Bock? Das ist sehr cool. Ja, kann das wer von euch? Mm-mm. Perfekto.
Ja, ich glaube, dadurch, dass die Harmonie beim Paddeln nicht so gut war. Ey, ganz ehrlich, ich würde so gerne jetzt am Meer Stand-Up paddeln. Oh, ich bin so urlaubsreif, aber ich glaube, ich würde dieses Jahr gar nicht mehr in Urlaub fahren. Pandemie und so weiter und so fort. Ach, nein, Quatsch. Natürlich, passt trotzdem noch fürs Perfect Match. Na, da bin ich ja froh. Eugen ist ein sehr, sehr netter, respektvoller Gentleman, würde ich jetzt mal sagen. Er ist auch sehr lustig, ich kann mit ihm sehr gute Konversationen führen. Die Vanessa, die ist auch so eine kleine Moderatorin. Aber ich denke nicht, dass er für mich als Mann in Frage kommt. Weil die ist ja auch schon mit dem Best Buddy, dem Diogo, so. Ist halt ein bisschen blöd, weil die wurde halt jetzt halt so herzlich empfangen oder so. Nicht? Komisch. Weiß nicht so, ich habe halt so gedacht, so, wo ich zum Beispiel Diogo gesehen habe, habe ich so gedacht, so, ja krass, weißt du, wie ich meine? Also ich hätte halt erwartet, so, wo ich ihn gesehen habe, ich habe mich voll gefreut, aber er hat sich halt so gar nicht gefreut. Ja, weil da verfreut er sich ja jetzt umso mehr. Er hat ja noch gesagt, so, nee, die beide haben gesagt, nee, wir sind nur Freunde und jetzt sind sie ein Pärchen quasi, ist doch toll. Ja, und was ist jetzt so bei dir die Situation, so mit der Finja und so? Das fragen wir uns alle. Was ich mich gefragt habe, ist zum Beispiel, guck mal, die dreht ja manchmal hier voll auf, ne? Und du hast mir erzählt, dass die zum Beispiel bei Ex on the Beach so voll, war, genau, voll schüchtern war und so, ne? Ja, man kann auch verschiedene Seiten haben. Und verschiedene Seiten kommen auch bei verschiedenen Leuten raus. Ich weiß nicht, manchmal frage ich mich einfach, ja, was ist was? So, weißt du? Was ist echt? Ja, das ist natürlich immer bei so einem Dating-Format im Fernsehen. Kann man natürlich immer auch ein bisschen auf die Schnauze fallen, dass die Leute sich anders geben, als sie wirklich sind. Aber ich weiß nicht, ob man über so lange Zeit, die sind ja mehrere Wochen, wirklich irgendwie diese, so eine Fassade aufrechterhalten kann. Vanessa ist jetzt auf dem Date und wir werden dir die Zeit nutzen, ein bisschen Spaß zu haben, Party zu machen. Hm, wie sieht das so aus? Was sagst du zu mir, Vanessa? Ja, no match Hase, ne? Ja, das ist mir klar. Aber ist sie meine Traumfrau? Ich denke schon, das kann was Ernstes werden. Deswegen habe ich jetzt hier so keinen Spaß, so, weißt du, mit anderen. Mhm. Nur ein bisschen. Ich mag Diogo echt gerne. Ich kenne ihn jetzt besser als Vanessa. Und ich möchte nicht, dass er verletzt wird. So, er spielt immer mit offenen Karten. Hm. Naja, mit Aurelia waren die Karten eher so ein bisschen bedeckt. Ach, Diogo, was machen wir hier? Vielleicht bist du doch mal ein Perfect Match. Ihr habt's ja gesagt. Er kann sein. Kann auch sein. Darüber reden wir vielleicht später noch mal im Detail. Diogo ist auch kein Kind der Traurigkeit. Komm her, Kandi. Jetzt wird ordentlich gesoffen. Es ist ja auch schon 15 Uhr. Was war da? Haben sie sich geküsst? Nee, geküsst haben sie sich nicht, aber er hat ihr in den Mund gespuckt. Quasi. Diogo ist schon heiß. Ich hab viel Sonne abbekommen deswegen. Was ist? Viel Sonne abbekommen. Ja, auch so vorher auch schon. Mhm. Aber es kommt nichts mehr. Tja. Der Alkohol ist geflossen, Kathi ist in Flirtlaune. Wir sind in einem Dating-Format, da gehört Flirten dazu. Wo sie recht hat, hat sie recht. Mir wird auch persönlich zu wenig geflirtet. Jo, sei doch nicht so schüchtern. Nicht schüchtern. Ne? Schon anstrengend mit dir. Aber ich bin der Herausforderung gewachsen. Und sie gibt alles. Oh. Ich bin gerade auf Toilette. Was denn? Na? Ich werde nichts machen. Nein? Sicher? Ganz sicher? Ich werde niemals zu einem Typen hingehen, während der gerade pinkelt und den so umarmen. I'm sorry, aber es ist echt nicht meins. Hier ist abgeschlossen. Finger weg, Finger weg. Und bevor mir jetzt Leute schreiben, ja, wenn ein Mann die eine Frau so festhalten würde, dann wäre dein Geschrei groß. Und da sagst du jetzt nichts. Ja, da sage ich nichts, weil der Diogo 3 Köpfe größer und 5 Köpfe breiter ist als die Kathleen. Und wenn er wirklich wollte, könnte er die einfach so wegsetzen und die Tür aufmachen. Das ist auch ein bisschen was mit körperlicher Kraft, hat das was zu tun. Okay, ja. Ich krieg's nicht mehr viel. Glocken. Nicht? Finja und Jackie eilen zur Hilfe. Könnt ihr mal bitte aufmachen, ohne Scheiß, ich hab Durchfall, ich muss mal aufs Klo. Danke für die Information. Also ich mag ihn schon, aber das ist natürlich jetzt noch die Anfangszeit und da kann ich halt nicht sagen, okay, kann ich mir mehr vorstellen oder ist es nur Freundschaft? Denn ja, wir müssen es halt erstmal außerhalb der Villa kennenlernen. Ach, als ob die sich noch außerhalb der Villa kennenlernen, oder? Wenn ich sehe, zum Beispiel Tommy sitzt da, Melina sitzt sich auf seinen Schoß, Aurelia sitzt da, Danilo sitzt sich auf seinen Schoß, ich sitze da, du sitzt dich auf die entgegengesetzte Seite. Weißt du, wie ich meine? Gut, darf ich jetzt was sagen? Ja, darfst du. Diese Kommunikation zwischen den beiden ist so falsch irgendwie. Du hast ja gesagt, du bist ja manchmal so in deiner Art, weil du mich magst. Ja. Das weißt du ja selber. Im Endeffekt schreckst du mich vielleicht manchmal ein bisschen ab.
indem dass ich nicht mehr auf dich zukomme, weil du halt so eifersüchtig warst. Aber ich glaube, dass du genau das falsch denkst. So. Ich glaube, ihr zwei harmoniert einfach so gar nicht und deswegen redet ihr immer aneinander vorbei und versteht gar nicht, was der andere sich vom anderen wünscht. Nee, das denke ich nicht. Wenn ich denke, oh, der ist aber jetzt schon eifersüchtig, na dann gebe ich ihm jetzt nicht mehr das. Aber das ist doch genau das falsche Denken, weil... Wirklich, die sprechen eine andere Sprache. Ich verstehe es nicht. Nö, finde ich nicht. Je mehr Aufmerksamkeit du mir schenkst, dann denke ich mir so, boah, alles entspannt. Weil die gibt mir genau die Aufmerksamkeit, die ich brauche. Naja gut, aber hier, was heißt, hier muss ich ja jeden kennenlernen. Vielleicht möchte ich das ja auch. Das Ding ist, bei dem einen kann ich nicht mal sagen, oh, da bin ich auf Josos Seite oder auf Sarahs Seite. Die haben einfach beide so unterschiedliche Standpunkte, die ich beide irgendwie verstehen kann, aber die einfach überhaupt nicht zusammengehen. Sorry. Voll entspannt, Karin. Ja, ich weiß, wie du noch entspannter werden kannst. Kathi gibt die Hoffnung nicht auf. Mhm. Ich zeig dir das. Ein bisschen assi ist es schon so, sobald Vanessas Haus verlässt, so sich dann so voll an den Rand zu schmeißen. Du kriegst mich nicht rum. Ich weiß nicht, wie gut Vanessa mit Kathleen befreundet ist. Ich würde mal sagen, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut. Dann sag dir eins. Ja? Kannst du dich nackt von mir ausziehen? Ja. Ich fall nicht drauf ein. Nee? Bis in den Boom-Boom-Room haben die beiden es schon mal geschafft. Nee, geht nur, wenn die will. Ja? Ja. Bitte? Mein bester Freund. Und die halten zusammen. Jeder von uns hier drin hatte schon länger keinen Sex mehr, oder viele. Aber ich bin nicht drauf eingefallen. Nicht drauf eingefallen. Ist aber für mich kein Grund, irgendwo schwach zu werden und irgendwas zu verkacken bei einer anderen Person, in dem Fall bei Vanessa. Da muss ich sagen, der Diogo, der ja wirklich gut rumkommt und auch, glaube ich, gut getrunken hat an dem Tag, dass der da stark geblieben ist. Ich will nicht sagen hart geblieben, das wäre jetzt das falsche Wort. Chapeau. Ist was los? Im Endeffekt, heute haben wir hier so ein bisschen Party gemacht, halt ganz normal, ich hab ein bisschen getrunken und so, ne? Vanessa ist vom Date zurück und Diogo erzählt, wie es so war. Kathleen hat die ganze Zeit versucht, mich zu küssen und so, ne? Also die waren so nah, aber ich wollte es einfach nicht. Ich habe immer so auf Seite gegangen. Aber wieso sagst du dann nichts dazu? Wie, ich hatte ja gesagt, ich will nicht. Aber sie hat halt nicht locker gelassen. Ich habe gesagt, ich bin an Vanessa interessiert und deswegen mach ich mir hier keinen Spaß, so, weißt du? Hallo? Ich hab doch eine Freundin. Finde ich eigentlich auch gut, dass er direkt Vanessa zur Seite nimmt und ihr das so sagt. Finde ich halt einfach nicht in Ordnung. Enttäuscht mich einfach von ihr als Person, weil ich sie sehr geschätzt habe. Anscheinend haben die beiden sich gut verstanden. Tja. Ist überhaupt keine coole Nummer. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durch den Wind. Ja, manchmal kommt es halt anders im Leben, als man denkt. Ich verstehe aber auch, dass sie das jetzt erstmal irgendwie so einordnen muss und kurz verarbeiten muss. Sie war ja nicht dabei, war ja, was ist jetzt da wirklich passiert? Das ist schwierig. Ich bin bereit dafür. Ich glaube, mit Vanessa wird es gut klappen, für was Ernstes in Zukunft. Aber Vanessa? Der Abend ist jetzt halt gelaufen. Erstmal nur der Abend, noch nicht die Beziehung. Hallo. Jetzt erfahren wir, welches Paar in die Matchbox darf. Diogo, dein Motto ist ja, sag niemals nein, ne? Und wie war das mit Kathleen im Boom Boom Room? Hast du auch Nein gesagt? Warum auch? Du hast gerade gesagt, sag niemals. Naja, gut. Natürlich, ich habe Nein gesagt, weil ich auch weiß, was ich will. Mhm. Ja, wollte mir auch damit nichts mit der Vanessa verkacken. Weil ich denke, dass zwischen uns was ernst werden kann. Glaube ich irgendwie nicht. Ich sehe das nicht. Warum seid ihr nicht schon vorher zusammengekommen? Ihr kennt euch schon gefühlt ein halbes Leben lang. Warum jetzt dann bei so einer Sendung? Kathleen, hast du bekommen, was du wolltest? Nee. Nee? Nee. Scheiße, oder? Ja. Mal gewinnt man, mal verliert man. Wir haben noch ein anderes Datepaar. Josua, Sarah, wie war's bei euch? Wir haben ja das Stand-Up-Paddling gemacht. Wie immer harmonisch. War Josua neidisch, als was Rudo angefasst hast? Nein, alles gut. Bisschen schon. Sarahs Humorlevel. Ja. Nein, war wirklich nicht. Ja, es war auch ein Witz. Also ihr glaubt weiterhin, ihr seid ein Perfect Match? Ja. Ja, wir hoffen's. Ich hoffe es nicht. Ich würde mal sagen, wer heute verkauft, bekommt eine Bratpfanne über den Kopf. Es wird natürlich nicht verkauft. Sarah und Josua gehen in die Matchbox. Oh, shit. Und mal wieder ist es ein No-Match. Ob da jemals noch Perfect Match stehen wird? Ich weiß es nicht. Ich wusste es. Ich wusste es, dass sie sind. Ich wusste es, dass sie sind. Ich wusste es. Das kann doch nicht sein. Die Valentina wusste es, dass sie es sind, aber sie sind es ja nicht, Valentina. Oh, jetzt mal mein Bier. Ja, ich auch gleich. Hast du das gehört mit Kathi und so? Mhm. Ja, wo war der Eugen da eigentlich? Warum hat er dem Diogo da nicht beigestanden? Wenn ich an der Stelle wäre von ihm, dann hätte ich einfach gesagt, so, Kathleen, jetzt reicht's, setz dich her. Und dann hätte ich dir eine Ansage gemacht.
Und das hat er einfach nicht gemacht. Ich bin ja alleine hochgegangen und er ist mitgekommen. Ja, er wollte halt ein bisschen die Show mitspielen. Weiß sie halt nicht, ob das passt mit mir und ihm. Sie hat wirklich Zweifel, sie ist wirklich traurig, mir tut's auch wirklich leid. Ich weiß wirklich nicht, bei wem ich überhaupt ansetzen soll hier noch. Ich glaube, die haben einfach die Maske gewürfelt. Glaube ich auch langsam. Und nur zu meinem Verständnis. Mhm. Du bist heute Morgen abgefuckt aufgestanden, stimmt? Mhm. Hat schlechte Laune, stimmt? Mhm. Ich bin auf dich zugekommen, stimmt? Mhm. Du hast mich weggestupst, stimmt? Nee, wir haben geredet. Stimmt nicht. Du hast mich weggestoßen. Ja, nachdem du sie weggestoßen hast. Okay, Hase, und warum habe ich dich weggestoßen? Wer hat mich in der Nacht weggestoßen, weswegen ich so angepisst war? Ja, das ist ein Stoßen, aber leider nicht das, was sie sich wünscht, das Stoßen. Das sind doch zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und ich finde das eine noch schlimmer als das andere, weil es so aussieht, als würde ich dich vergewaltigen wollen. Stoßen ist und stoßen. Es wird viel gestoßen. Und wenn ich Lust habe auf Sex mit dir, dann mache ich dir das auch klar und deutlich. Habe ich verstanden, ja. Nicht, aber hier drinnen nicht, checkst du das nicht? Eugen, wir lernen uns aber hier drin kennen. Ich habe dich außerhalb aber nicht kennengelernt. Und der Eugen, der kann hier drin, der kann nicht loslassen. Der ist gefangen in sich selbst. Ich suche eine Frau, wo ernst ist. Mhm. Und ich habe keinen Bock auf irgendeinen Kindergarten. Ich rein. Auch nicht, nur, Eugen. Weil wir ja, das ist doch perfekt match, oder? 100%. Ich habe auf jeden Fall keine Lust auf was Lockeres. Ich will auf jeden Fall was Ernstes. Wo sind wir denn hier alle? Das ist doch logisch. Ja klar, alle suchen die wahre Liebe, das wissen wir schon von Tag 1. Ohne Scheiß, ne? Du bist wirklich hier so ein Mann ohne Witz, ne? Du bist so erwachsen. Ich bin froh, dass Manu auch noch mal ein bisschen seine Zeit kriegt. Ching Ching, auf dich und auf deine Persönlichkeit. Manu, wo ist deine Persönlichkeit? Oh, wie süß du bist. Dankeschön. Gern geschehen. Die Sache ist, manchmal nervt sich ein bisschen, aber manchmal habe ich sie total lieb. Mir geht's ähnlich, aber Ersteres passiert deutlich häufiger. Wir können immer über uns lachen. Sie ist auch manchmal so ein bisschen locker wie ich. Dann passt es doch toll. Er lässt sich halt nicht leiden von der Gruppe. Er akzeptiert mich so, wie ich bin und das mag ich halt alles. Valentina ist auch so, ja, der ist safe, der ist perfect match, der ist, nee, der, na doch, der ist safe perfect match. Ja, heute Abend ist Matching Night. Na, das kann ja nur super werden. Wir sind einfach bereit. Überraschend. Das gab's noch nie. Tja, die Sophia kommt jetzt einfach mal zwischendrin rein in die Villa. Fakt ist, ihr habt aus eigener Kraft noch nicht ein perfect match gefunden. Das ist wirklich wahnsinnig traurig. So schlecht war bei Are You The One bis jetzt noch keiner. Ja, dann dürfen die auch nicht gewinnen. Ich biete euch an, hier und jetzt ein verkauftes Matchbox-Ergebnis zurückzukaufen. Jetzt helfen die denen auch noch. Ihr schickt Tommy und Melina in die Matchbox und diesmal wirklich. Und ich kassiere dafür 200.000 Euro. Das ist auch so geil. Wir haben wegen dem Blackout schon 50.000 Euro verloren. Jetzt stehen wieder 200.000 Euro auf dem Spiel. Die gehen bald minus raus. Nein, nein, oh nein, nein, das lohnt sich nicht. Ja. Hallo, ja. Die bieten uns das gerade an, weil wir so schlecht sind. Wir haben keins gefunden. Wir brauchen das. Ist euch übrigens aufgefallen, als sie das Angebot bekommen haben, dass Melina sofort so gesagt hat, sie will nicht in Matchbox, nein, nein, nein. Komisch, oder? Diogo, deine Entscheidung jetzt. Alle reden auf Diogo ein. Diogo, mach das nicht. Diogo, ja. Wir sollen reingehen. Nein. Ja. Nein. Ja. Deine Entscheidung jetzt. Die gehen in die Matchbox. Ich sag euch mal was. Melina und Aurelia wollten unbedingt in die Matchbox. Jetzt dürfen die in die Matchbox und Melina und Aurelia sind beide so. Das riecht aber ganz schön faul hier. Ich würde sauer sein, wenn jetzt No Match steht, weil für 200.000... Wäre schon schön, ne? Ist schon eine große Summe dann. Ich glaube, als die Melina krank war und draußen war, hat die vielleicht so ein kleines Vögelchen hat ihr gezwitschert, was das Ergebnis zwischen den beiden sein könnte. Sie ist gar nicht überrascht. Sie ist so, ja, habe ich doch gesagt. No match! Willst du mich verarschen? Aurelia ist auch nicht überrascht. Die verarschen uns da oben. Die da oben! Nicht vergessen, am 26.09. ist Bundestagswahl. Ja. Guck mal, wir sind jetzt auf einem Punkt und wir müssen jetzt weitermachen. Es ist ja auch eine Erkenntnis. Wir wissen, die haben immer gedacht, sie sind das eine Licht, was brennt. Nee, sind sie nicht. Genauso nicht wie Josua und Sarah das eine Licht waren, das gebrannt hat. Auch nicht. Herzlich willkommen zur vorletzten Matching Night. Ja, da locker 12 Lichter jetzt, oder? Ich hoffe heute einfach auf mindestens 6 Lichter. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Als erstes zu mir kommt heute Jackie.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen, es macht mich eigentlich wütend, dass Sophia Tomala ein wahnsinnig gutes Styling hat. Das möchte ich jetzt nochmal gegen Ende sagen. Ihr Hair, Make-up, Schmuck, Styling, Kleidung ist immer so geil. Endgeil. Wenn ich jemals eine Fernsehsendung haben sollte oder auch gerne hier auf YouTube, ich möchte genau dieses Styling haben. Genau so. Das ist so geil. Ich nehme heute den Salvatore. Die passen auch gut zusammen. Bereust du, dass du die Matchbox von Tommy und Melina verkauft hast? Salvatore doch nicht. Nein. Ja, sehe ich doch. Wiederum hat sich ja jetzt bewiesen, dass ich irgendwo irgendwie alles richtig gemacht habe. Warum? War ja es ja kein Verlust für die Gruppe letztendlich. Ja doch, klar. Wir mussten es ja heute wieder zurückkaufen für doch, viel Geld. Denn. Ja, die müssen es für mehr Geld zurückkaufen, als sie bekommen hatten, als sie es verkauft haben. Sie haben minus 50.000 Euro gemacht. Ja, aber... Ja, da gibt's kein Aber. Ja. Ja, nee. Kann man so und so sehen, also ich... Ja. Langer, wenn 50.000 weg sind, kannst du das sehen, wie du willst, die sind weg, ne? Ja, der Salva, der rechnet, glaube ich, nochmal. Ja, boah, 40 angeht, das sind 50%, wir haben 40%. Aurelia, wer wählst du denn heute? Den Diogo. Aha. Das ist einfach nur fürs Spiel. Die waren jetzt das eine Licht, das immer gebrannt hat, oder was? Trotz der Differenzen glaube ich schon, dass wir ein Perfect Match sind. Hä, du hast doch also gesagt, das ist viel zu toxisch und das ist kein Perfect Match. Was denn jetzt? Was jetzt? Entscheid dich, hallo. Jill. Ja, bin ich mal gespannt. Wen wählst du denn heute? Danilo. Eieiei. Ei, ei. Oh, glücklich sieht anders aus. Nicht happy? Oder? Doch, doch, nein. Passt perfekt. Das ist genau die Typ Frau, die ich mir nicht wünsche. Na dann, Perfect Match, oder? Kathleen, du musst ja ganz schön viel Kraft haben. Ja. Wenn der arme Diogo sich nicht wehren kann. Ja, der arme. Das ist ja der Wahnsinn. Aber den Weg nach oben hat er ja auch gefunden. Er hat's geschafft. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Pfanne hauen. Lachen. Ich will heute Manu. Ah ja, Mensch. Na, das könnte doch sein, oder nicht? Wen wählst du denn heute, Sarah? Ich will heute den Alex. Habt ihr ja auch gesagt, das ist ganz vorne mit dabei, ne? Als nächstes Steffi. Wen wählst du denn heute? Den Jamie. Dann lockt euch doch mal ein. Da müssen jetzt ein paar Lichter angehen. Warum glaubt ihr beide denn, dass ihr ein Perfect Match seid? Wir vom Charakter sind wie wir, also Sport. Siehst du? Naja, und Tommy ist ja jetzt plötzlich nicht mehr. Finja, mit dir und Diogo gibt es ja auch eine kleine Vorgeschichte, ne? Ja, wir kennen uns von Ex on the Beach. Und danach? Und jetzt ist es sehr unangenehm. Habt ihr miteinander geschlafen? Da wurde jetzt ein bisschen was rausgeschnitten. Was sind das denn für Kackfragen heute? Es stimmt, ne? Ich erläutere das gleich noch. Vielleicht. Ja. Also, pass mal auf, liebe Leute. Ich habe die Folge noch gesehen, bevor sie runtergenommen wurde und anders geschnitten wurde und wieder hochgeladen wurde. Ich werde aber das trotzdem natürlich nicht zeigen. Kann ich auch nicht oder auch nochmal wiedergeben. Im Grunde genommen geht es darum, dass sich Finja, Jackie im Vertrauen ihr was erzählt hat. Natürlich sind überall Kameras. Finja hat selber gesagt, dass sie irgendwann vergessen hat, dass diese Kameras da sind. Das hat sie auch auf Instagram gesagt. Und sie erzählt von einer Situation, in der sie sich sehr unwohl gefühlt hat und Diogo daran beteiligt war. Und was jetzt Sophia Tomala macht, ich weiß nicht, ob sie es gewusst hat, wie die Situation war. Also sie reitet extrem darauf rum. Auch das haben sie deutlich gekürzt, wie fies sie danach fragt auf eine Situation, die Finja sichtlich unangenehm ist. Und anstatt Diogo darauf anzusprechen, der ja auch daran beteiligt war, und ihn zur Rede zu stellen, stellt sie natürlich die Frau zur Rede, die ja die Schuldige ist. Wenn eine Frau Sex hat, ist das ja sowieso immer ein ganz, ganz großes Problem. Das Ende der Geschichte ist jetzt Eugen, der natürlich auch auf Finja sauer ist und nicht auf Diogo. Ich war auf den Stand, sie haben sich gemocht, sie haben sich kennengelernt, das war's. Ja, war aber ein bisschen mehr. Alter, du hast meinen Kollegen gefickt, so. Und weißt du, was dein Kollege gemacht hat? Der hat deine vielleicht Freundin gebumst. Ich finde es ein bisschen schade, dass Diogo sowas macht und mir das halt nicht mal sagt. Es war doch vor euch, oder? Ist doch egal. Wen willst du denn heute, Finja? Ich wähle heute den Tommy. Finja, tut mir einfach leid, das ist so, sie wird vor allem bloßgestellt. Sophia reitet da noch drauf rum. Ich weiß halt nicht, ob sie wusste, wie das ist, ne? Klar, eine Sophia bekommt auch nur gesagt, was sie fragen soll, aber sie hätte auch sagen können so, ey, nee, das ist mega assi, das mache ich nicht. Naja, bin gerade ein bisschen überrascht. Auch von Finja, weil sie ja weiß, dass ich Diogo gern habe und dass sie mir das einfach auch nicht erzählen würde. Muss sie dir das erzählen? Es ist ja auch eine Sache, die sie ungern allgemein erzählt, weil es nicht angenehm für sie war. Das sind halt private Dinge, die eigentlich keinem was angehen. Tja, blöd gelaufen. Hätte sie erzählen können, ja. Ja, man
denkt aber auch nicht an alles, vor allem Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Ja, und der Diogo hatte viel in der Vergangenheit laufen. Wenn der Vanessa erzählen müsste, mit wem er alles schon was hatte, puh, da können wir eine ganze Sendung füllen. Und zwar mehrere Staffeln. Wen willst du denn heute, Vanessa? Ich will heute den Josi. Joshua und Vanessa? Wir teilen die Leidenschaft für Fitness beide sehr doll. Ja, wenn es das ist, dann ist es wohl so. Wir verstehen uns auch sehr gut, gell? Wir lachen auch sehr viel zusammen. Tja, wen muss dann wohl unsere Liebe Valentina nehmen? Ich wähle heute den Salvatore. Okay, Salva und Jackie, kommt einmal nach vorne bitte. Eine Frau muss ja immer alleine bleiben. Ich habe meine Prinzipien, wenn es um meine Frau geht. Und die muss jung und knackig sein. Und Jackie ist super jung und knackig, aber Valentina ist jünger und jünger. Da muss ich mir selber auch irgendwie treu bleiben, weil ich weiß, mit so einem Typ Frau werde ich glücklich. Also wählt er? Sie in einem Radius von 9 Kilometer wohnt. 9,5 Kilometer. 9,5. Deswegen würde ich jetzt erstmal auf Valentina tippen. Mein Gott. Jackie, du musst leider nach hinten. Rudis Restaurant, ne? Mal wieder. Blackout heute Abend wäre nicht so cool, also dann hätten wir nur noch 100.000 Euro. Das ist ja nichts, das ist ja die Hälfte von dem, was wir eigentlich hätten gewinnen können am Anfang. Ja, ihr wart schon mal bei 400.000. Ein Licht geht schon mal an. Zweites. Boah, fit angeht, das ist 150%. Wir haben 40%. Insgesamt 4 Lichter. Beim nächsten können wir klatschen, wa? Mal schauen wir mal, ob geklatscht wird. Fick mal, lass es leben. Tja, das ist wohl nicht die Anzahl an Lichtern, die sie sich erhofft haben. Könnte besser sein. Könnte aber auch schlechter sein. Naja, für Matching Night 9, also eine vor dem Finale, ganze 4 Lichter? Wenn die gewinnen, dann fresse ich einen Besen. Was soll ich sagen? Tschüss. Dem schließe ich mich an. Wie gesagt, Sonntag gibt's das finale Video von Are You The One? Und dann geht's nächste Woche mit Love Island weiter. Ich freue mich sehr. Bis dann. Tschüss.